Guten Abend miteinander. Das ist auch schön, dass so viele gekommen sind. Wir haben uns gefragt, ja, wie viele kommen denn hier? Und jetzt sehen wir, es sind derart viele Leute gekommen, das ist richtig schön. Ich möchte alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung, die wir dürfen einladen. Wir freuen uns wirklich, dass so viele gekommen sind. Ich möchte speziell begrüßen den Gemeindepräsidenten, den Antti Bernold, alle anwesenden Präsidenten von der Kooperationen, die anwesenden Verwaltungsräte und auch alle Mitglieder von der Dorfkooperation, auch Vertreter von den Medien und vom Fernsehen und einfach alle, die heute gekommen sind. Ich möchte Sie alle ganz, ganz herzlich hier begrüßen. Wir schauen uns heute an, über was am 27. November an der Urne abgestimmt wird. Wir schauen uns an, warum dass wir das vorschlagen. Wir schauen, was dass wir vorschlagen. Und wir möchten auf diese Fragen Antworten geben. Und wir möchten auf alle Fragen von Ihnen auch Antworten können geben. Und am besten fangen wir einfach gerade an. Wir wollen uns abwechseln. Also ich halte hier keinen Monolog von anderthalb Stunden, sondern höre dann geschwindhaft wieder auf und gebe gerne das Wort weiter. Ich werde aber durchführen, was wir alles zu sagen haben. Strom. Strompreis. Strom ist etwas, das wir lange Zeit einfach hatten. Das war einfach da. Den haben wir einfach gebraucht und es hat funktioniert. Wir haben erwartet, dass es funktioniert und es hat auch funktioniert. Und seit dem Sommer hören wir plötzlich hohe Strompreise, wir lesen das. Plötzlich ist es ein grosses Thema in der ganzen Berichterstattung. Wir lesen es von dem, die Bevölkerung redet davon, die Unternehmen reden sowieso davon, die Politik redet davon, hohe Preise. Wir hören Aufrufe zum Energiesparen, zum Wassersparen. Wir hören sogar von Abschaltplänen, dass man bei Knappheit unseren Strom abschalten will. Und das nicht nur bei uns, sondern in ganz Europa. Europaweit sind das Themen, die ganz überraschend, wenn mir einer vor einem Jahr gesagt hat, wir schalten heute den Strom ab, dann hätte ich gesagt, ja, gut. Und ganz plötzlich ist das so ein grosses Thema. Das ist auch gut, wenn wir von etwas reden, wo wir alle brauchen, wo notwendig ist. Wenn es tatsächlich zu Knappheit kommt, dann werden wir auch hier in der Wartau haben. Da werden wir sicher nicht verschont bleiben davon, wenn das ganze Europa betroffen ist. Aber wir können wenigstens das machen, was in unserer Macht steht, was uns möglich ist zu machen. Und das sollen wir auch machen. Dorfkooperationen, die haben schon vor einiger Zeit erkannt, dass die Zukunft schwieriger wird, dass es komplexer wird, dass es Spezialistenwissen braucht und dass man mehr zusammenarbeiten muss. Ende 2019, also das sind doch jetzt schon 3 Jahre, haben Kooperationen, Präsidenten untereinander Diskussionen anfangen aufzunehmen, ob so ein Zusammenarbeiten in der Gemeinde Wartau, auf dem ganzen Gebiet der Gemeinde Wartau, ob ich das Sinn machen würde. Wir haben dann vor 2 Jahren an der gleichen Stelle eine Informationsveranstaltung gemacht und gesagt, wir haben das Gefühl, das wäre etwas Schlaues. Wir würden es gerne genauer anschauen, wir würden es gerne prüfen und über das haben Sie im Frühjahr 2021 an der Urne können abstimmen und den Auftrag erteilt, machen das, schauen das genauer an. Das haben wir gemacht, wir haben eine vertiefte Prüfung gemacht und ich kann nur sagen, nicht nur vertieft, sondern richtig tief. Wir haben es ganz genau angeschaut. Das Resultat war super, sehr erfolgreich. Wir können mit gutem Gewissen herstehen und vorschlagen, zusammenschliessen. Wir sollten den Zusammenschluss machen können. Wir stellen den Antrag. Es ist sehr sinnvoll. Sämtliche Aspekte, die wir angeschaut haben, sind positiv. Es sind nicht alle Probleme gelöst, natürlich nicht. Aber es sind es auch nicht, wenn man nicht zusammenschliesst. Aber wenn man zusammenschliesst, kann man es gemeinsam lösen. Und zudem möchten wir heute Abend reden, möchten wir mehr zeigen dazu. Da stellt sich natürlich die Frage, ja, wie stellt sich denn die politische Gemeinde dazu? Und da gebe ich gerne das Wort dem Andi, um uns daraus ein paar Worte zu sagen.
Ja, geschätzte Damen und Herren, vorab möchte ich erwähnen, dass die aktuell 5 Dorfkorporationen gute Arbeit leisten und auch gute Arbeit geleistet haben. Der Anstoß zur Prüfung von einem Zusammenschluss ist aus der Basis, also von den Dorfkorporationen selber gekommen. Die politische Gemeinde unterstützt den Zusammenschluss von den Dorfkorporationen zu einer Organisation. Mit dem Zusammenschluss von den Wartauer Dorfkorporationen steht den Einwohnerinnen und Einwohnern, aber auch der politischen Gemeinde in Zukunft ein Partner, ein kompetenter Partner für alle Fragen rund um die Versorgung zur Verfügung. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit dem Schritt die Versorgung mit Wasser, Strom und Telekommunikation in einer hohen Qualität sichergestellt und die immer zunehmenden Anforderungen, aber auch Komplexität abgedeckt werden kann. Aus diesen Gründen unterstützt der Gemeinderat den geplanten Zusammenschluss und freut sich, wenn die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 27. November dem Zusammenschluss von den 5 Dorfkorporationen zustimmen. Ich darf schon weitergehen. Kurze Stellungnahme. Danke, Andi. Was genau schlagen wir denn eigentlich vor? Wir schlagen vor, dass eine neue Kooperation gegründet wird. Eine neue Kooperation, die Elektro- und Wasserkooperation Wartau oder eben CW Wartau. Wobei EW heisst nicht Elektrizitätswerk, sondern Elektro- und Wasserkooperation. Und die neue Kooperation, das soll eine unabhängige Gesellschaft sein, also außerhalb der politischen Gemeinde, außerhalb der Ortsgemeinde, eine Spezialgemeinde, die im Besitz ist von Ihnen, von allen Bürgern, von der Gemeinde Wartau, mit einer eigenen Bürgerversammlung, mit einem unabhängigen Verwaltungsrat, eine eigenständige Gesellschaft, die die Aufgaben wahrnimmt. Die bisherigen Kooperationen geben alle ihre Aufgaben, alles, was sie heute machen, in die neue Kooperation hinein. Ebenso die beiden Zweckverbände, DV Wartau und GAW. Alle ihre Aufgaben, alle ihre Vermögen, alles, was sie haben, geben sie hinein in die neue Kooperation. Da sind die alten Kooperationen leer, dort hat es nichts mehr, weil alles übertragen worden ist. Sie können aufgelöst werden. Mit diesem Prozess gibt es nachher noch eine Organisation, die sämtliche Aufgaben, die heute schon gemacht werden, beinhaltet. Das heisst, die neue Organisation wird den Auftrag haben, und das ist spannend, sie wird den Auftrag haben, um die gesamte technische Infrastruktur, Strom, Wasser, Telekommunikation, alles aus einer Hand zu organisieren, zu unterhalten, zu betreiben, zu erstellen, Zukunft zu planen, den ganzen Auftrag wahrzunehmen und dafür zu sorgen, dass in der Gemeinde Wartau das auch funktioniert, die gesamte technische Infrastruktur kann sichergestellt sein. Weil alles weitergeführt wird, weil alles überführt wird, weil die Gesellschaften nachher leer sind, heisst das natürlich auch, dass alle anderen Aufgaben, die heute gemacht werden, mit überführt werden. Das heisst, zum Beispiel das Installationsgeschäft vom EW Atmos geht natürlich auch über in die neue Gesellschaft. Alle Kraftwerke in der Gemeinde werden auch in der neuen Organisation sein. Alle Quellen, PV-Anlagen, die im Besitz sind von den Kooperationen, aber auch die gemeinnützigen Aufgaben, die in den Dörfern, in den Dorfteilen gemacht werden, werden übertragen und werden nachher von der neuen Organisation, von dieser neuen Kooperation genauso gemacht werden. Natürlich mit einem Unterschied, dass nämlich alle Bürger dann können mitreden an dieser Bürgerversammlung über alle Aufgaben und nicht nur einzelne über einzelne Aufgaben. Mit diesem Schritt werden also alle künftigen Aufgaben in einer Organisation konzentriert, koordiniert. Und das Spezialwissen, das wir vorher gehört haben, das gebraucht wird, das kann hier aufgebaut werden, kann weitergeführt werden, es kann hier konzentriert werden, es kann ausgebaut werden. Aber zu dem hören wir nachher noch mehr von den Leuten, die besser wissen, was das alles beinhaltet.
Mir scheint aber auch noch ein grosser Vorteil, dass es nicht nur ums Was geht, was machen wir, sondern auch um Menschen. Das sind wichtige Arbeitsplätze, das sind auch wichtige Ausbildungsplätze, die so in der Gemeinde bleiben können, die hier weitergeführt werden können. Es ist Wertschöpfung, die in der Gemeinde bleibt. Und es wandert nicht irgendwo ab, ich weiss nicht, St. Gallen, Chur, Zürich, irgendwo. Wenn die Aufgaben von extern, von außerhalb der Gemeinde müssen sichergestellt werden. Nein, wir haben die Organisation, wo wir das Spezialwissen, wo wir die ganze Aufgabe, die hier erfüllt werden kann, hier in der Gemeinde behalten. Schauen wir uns das vertieft an, machen wir eins um das andere durch und hören, was da genau geplant ist in Zukunft, was da für Aufgaben sollten gelöst werden, wie das angegangen werden sollte. Hören wir auch, warum sind Kooperationen dafür? Und ich denke, wir fangen genau mit dem an. Ich möchte gerne Hans-Peter Dürr das Wort geben, um uns kurz zu erläutern, wieso das Kooperationen überhaupt ja sagen zu diesem Prozess. Geschätzte Damen und Herren, wieso ein Ja zu einem Zusammenschluss? Ich möchte Ihnen gerne die verschiedenen Gründe aufzeigen, warum sämtliche Verwaltungsräte der aktuellen Kooperationen Ihnen eine Zustimmung für die Vereinigung empfehlen. Aktuell bestehen in der Gemeinde Wartau ja mehrere Kooperationen und Zweckverbände. Wir haben einmal die Dorfkooperation Trippach, wo ihr Dorf mit Strom und Wasser versorgt wird. Das gleiche gilt für die Dorfkooperation Atzmoos. Ebenfalls für die Witte, wobei in der Witte hat schon eine Inkooperation gegeben. Von Nas Gretschins ist zu der Witte gekommen und ebenfalls Plattis. Und darum beliefert die Witte auch Wasser in der Weiler. Die Witte in der Weiler Plattis und natürlich auf Gretschins und auf von Nas. Dann haben wir noch die Dorfkooperation Oberschan, wo Wasser für ihr eigenes Dorf liefert und auch einen Strom für die Dörfer Gretschins und Malanz. Dann gibt es noch die Dorfkooperation Malanz, die liefert Wasser an ihr Dorf aus einer eigenen Quelle. Dann gibt es eben den Zweckverband EV Wartau, der vor allem für einen Einkauf und vielleicht auch Koordination vom Strom von der ganzen Gemeinde Wartau zuständig ist. Und wir haben nochmal einen Zweckverband GAW, also Gemeinschaftsantennenanlage Wartau, der für das Telekommunikationsnetz in der ganzen Gemeinde zuständig ist. Man sieht also, wir haben hier schon 7 Verwaltungsräte, die es braucht, 7 Geschäftsprüfungskommissionen, die es braucht, der ganzen Gemeinde. Versorgungsauftrag. Die 5 Kooperationen und 2 Zweckverbände haben einen wichtigen Versorgungsauftrag zu erfüllen. Das sind die Lieferung von Trinkwasser in genügender Menge und sowie bester Qualität und das auch bei Ausfällen von Quellen oder Infrastrukturen oder auch bei Trockenheit usw. Neben dem Trinkwasser braucht es aber auch Löschwasser in genügender Menge, was wiederum ein optimales Hydrantennetz und grosse Reservoir in der ganzen Gemeinde benötigen. Die Lieferung von Produktion von Strom werden aktuell über die einzelnen Kooperationen ausgeführt. Um die benötigte Energie können zu liefern, braucht es aber auch einen koordinierten Einkauf. Das wird jetzt über einen Zweckverband organisiert. Weiters ist ein modernes und funktionierendes Telekommunikationsnetz ein wichtiger Teil von einer optimalen Versorgung. Und da hat man einen Zweckverband bilden, der Planungen und Strategien für die ganze Gemeinde leitet. Außer beim Zweckverband gibt es also noch keine dörferübergreifende Strategien, was in Sachen Effizienz sicher noch Optimierungspotenzial hat. Eine gesamtheitliche Infrastrukturplanung. Jede Kooperation hat sich bisher in erster Linie ums eigene Dorf kümmern, um den Versorgungsauftrag mit den laufend steigenden Anforderungen, aber auch äußeren Einflüssen zu erfüllen, hilft eine gesamtheitliche und langfristige Infrastrukturplanung mit Verbundleitungen,
mit Reservoir fürs Wasser, Ringleitungen für Strom und Telekommunikation. Hohe Anforderungen. Vorschriften und Technologien erfahren einen immer schnelleren Wandel, was die Verantwortlichen strategisch und operativ stark fordert. Weitere Einflüsse wie Klimaveränderungen und Siedlungsentwicklungen müssen zudem frühzeitig erkannt und ebenfalls berücksichtigt werden, damit das alles auch noch für die nächsten Generationen funktioniert. Ein Profibetrieb mit Fachkräften. Mit der neuen Kooperation können die vorher genannten Aufgaben zum grossen Teil von eigenem Personal ausgeführt werden, was wiederum das Fachwissen erhöht und die Wertschöpfung auch noch in der Gemeinde bleibt. Ein Ansprechpartner. In den Dörfern der Gemeinde gibt es aktuell 2 oder sogar 3 Ansprechpartner für Wasser, Strom und Telekommunikation. Das ist nicht nur für neue Zuzüger sehr kompliziert. Bei der neuen Kooperation kann das alles von einer Stelle aus koordiniert werden. Gleiche Bedingungen. Die ungleichen Dorfstrukturen haben auch ungleiche Tarife und Bedingungen für Bezüger bewirkt. Mit dem Zusammenschluss werden alle Bewohner in der Gemeinde Wartau gleich behandelt. Bereitschaft für den Verwaltungsrat. Die stetig wachsenden Anforderungen an die Verantwortlichen benötigen noch immer mehr Zeitaufwand. Alle Verwaltungsräte müssen ihre Aufgaben und nicht zum Unterschätzen das Erschaffen vom Know-how in ihrer Freizeit ausführen. Das beeinträchtigt die Bereitschaft, sich für Verwaltungsämter zur Verfügung zu stellen, beträchtlich. Bei der neuen Kooperation werden ca. 5-mal weniger Leute benötigt als bisher, als noch rund 10 Personen für Verwaltungsrat, Geschäftsprüfungskommission und Aktuaramt. Eigenständigkeit. Die Eigenständigkeit der neuen Kooperation soll gewahrt werden, damit sie in Zukunft als drittes Standbein nebst der politischen und der Ortsgemeinde Wartau kann flexibel bleiben und ihre Strategie unabhängig umsetzen. Und zuletzt noch Synergien. Die möglichen Synergien können bei einer Kooperation sicher optimal genutzt werden, was schlussendlich auch den Kostendruck senken wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Hans-Peter. Ja, ein ganz wichtiger Bereich, wie man gehört, ist der Strom. Und der Strom wird uns der Michi Gabetuller an den Nöcher bringen. Geschätzte Bürger, heute stellt jede Kooperation eigenständig die Versorgung sicher. Und gewisse Arbeiten werden selber ausgeführt, aber ein Teil wird vergeben am EW als Moos. Bei den Investitionen legt jede Kooperation die Schwerpunkte selber. Das heisst, grundsätzlich die einzelnen sind separat und stimmen sich auch untereinander ab. Über den Zweckverband sind die einzelnen Kooperationen zusammengeschlossen, über das Netz und beschaffen gemeinsam die Energie. Was aber in der aktuellen Lage natürlich nicht einfach ist und Kommunikation auch sehr schwierig macht. Künftig werden die EV Wartau wird aufgelöst als Zweckverband und alle Anlagen der Kooperationen werden an die neue Kooperation übertragen. Das heisst nicht nur die Anlagen, sondern auch die ganzen Rechte und Pflichten und somit auch sämtliche Arbeiten gehen über an die neue Kooperation. Das heisst aber auch, in der aktuellen Lage, wir machen viel gemeinsam.
untereinander. Aber es ist einfach immer sehr aufwendig, weil die einzelnen Verwaltungsräte müssen sich so quasi untereinander abstimmen und es ist schwierig, zum ja, diesen ganzen Sitzungstermin zu finden und nachher auch sich schlussendlich auch die gleiche Meinung zu sein. Und ja, das ist aktuell eine Herausforderung. Herausforderungen für die einzelnen Kooperationen steigen fortlaufend. Das heisst zum Beispiel, durch die dezentralen Einspeiser und Ersatz von Ölheizungen, dann auch Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität, verändert die ganzen Energieflüsse, was wiederum auch die ganze Zielnetzplanung und die Ausbauplanung einfach viel anspruchsvoller macht. Und nicht nur anspruchsvoller, das heisst auch grundsätzlich die Kosten, die steigen. Also wir haben mehr Netzausbauten, die man machen muss und auch höhere Investitionen in Zukunft. Die Hochversorgungssicherheit, die ist der Anspruch von jedem Bürger. Das erwartet jeder Kunde, dass er zu jeder Zeit immer genug Strom zur Verfügung hat. Die aktuell hohen Marktpreise, die machen die Kommunikation nicht einfach und sind für die einzelnen Kooperationen, wie natürlich auch nachher im Gesamten, eine grosse Herausforderung. Dann weiter die steigenden Anforderungen von der Regulierung, aber auch die Entschlüsse, die die Politik fällt, machen es zusätzlich schwierig. Weil die Politik aktuell sehr unberechenbar, aber das ist ja klar, in einer Krise ist es meistens so. Ja, die Energiewende bringt noch einen Haufen Veränderungen. Zukünftig sind wir eine Kooperation und sämtliche Arbeiten werden von dieser Kooperation organisiert. Das heisst, wir machen selber Planung, Projektleitung, dann der ganze Netzbau, Betrieb, Unterhalt, Picke, Störungsbehebung, weiter das ganze Messwesen mit dem Energiedatenversand, den es braucht, dann die Werkleitungspläne anführen, dann von der Ablesung, Abrechnung, Kundencenter, Buchhaltung, Kostenrechnung, dann auch die ganze Tarifkalkulation inklusive Reporting. Das ist alles beim Netz, im Netzbetrieb angesiedelt und wird durch die eine Kooperation erledigt. Das heisst natürlich, man sieht schon, es ist nur viermal, wo das jeder muss machen, sondern das macht man genau einmal für einfach mehr Messpunkte. Die Beschaffungsstrategie auf der Energieseite aktuell sehr schwierig und auch die ganze Energiebeschaffung. Da ist wichtig, dass man am richtigen Zeitpunkt einkauft und auch die richtige Menge. Ein weiterer Punkt, Fördermodell. Da ist auch die Frage, wie führt man das weiter? Kommt immer darauf an, wie die Preise sind und wie viel also man muss über das Fördermodell kompensieren. Das heisst, in Zukunft werden wir gewisse Dienstleistungen da raus oder gewisse Leistungen, wo wir denken, wo wir nicht selber können und wenn machen und zu wenig Profi sind, werden wir auch können weiter als Dienstleistung einkaufen oder auch nicht schon vergeben. Wie schon vorher erwähnt, sehen wir die Vorteile überwiegen. Wir haben einmal die Investitionen, wo wir zielgerichtet und priorisiert über das ganze Versorgungsgebiet einsetzen. Das heisst, wenn man mal mehr Investitionen in Oberschau muss machen oder in der Verbindungsleitung, dann haben wir einfach mehr Möglichkeiten, um dort die Investitionen zu machen. Das heisst natürlich, wir schauen nicht, dass wir dann gewisse
Regionen bevorzugt oder benachteiligt, sondern dass man das wirklich auch halt gleichmässig wie oder Versorgungsauftrag sagt. Jeder Bürger soll gleich versorgt werden, also tun wir das natürlich auch berücksichtigen. Dann noch Material, bis jetzt grundsätzlich jeder selber einkauft. Da haben wir sicher auch Potenzial, dass wir das gleiche Material einsetzen können, da dadurch einfach auch weniger Lagerhaltung haben und gleiche Systeme, respektive halt auch Systemkunden reduzieren, die wir natürlich nur brauchen. Einheitliche Tarif haben wir aktuell auf der Energie über einen Zweckverband. Zukünftig sind aber auch die Netzpreise überall identisch. Das heisst, die kleinen Differenzen, die wir jetzt haben zwischen den Kooperationen, die werden aufgehoben. Dann Anschlussbedingungen, das hat Hans-Peter schon gesagt, ist das Ziel, dass die gleich sind. Also grundsätzlich hat nachher jeder mit der gleich langen Anschlussleitung zahlt genau gleich viel. Auch Ansprechpartner sollten klar sein, für jeden und für neue Zuzüger. Dann ein wichtiger Punkt, Verwaltungsräte. Da werden ein Haufen frei, weil wir brauchen schlussendlich nur noch 5. Und ja, die anderen kann man nachher brauchen für andere Ämter, die kommen wir also somit für anderes brauchen. Das heisst, summa summarum, der Zusammenschluss ist nötig, er ist in der Zeit und ist grundsätzlich eine gute Sache. Das heisst, zukünftig die Herausforderungen im Wartau meistern wir gemeinsam. Und darum auch die 5 Händchen, das heisst 1, 2, 3, 4 und das 5. ist Malanz, die einfach hier auf dem Strom fehlt. Danke. Danke, Mirti. Ja, wenn wir jemanden im Unbedarf von Strom reden, dann denken wir vielleicht noch einen Kupferkabel, vielleicht noch einen Zwickzaun. Und der Michi redet von Energieflüssen, von Energiedatenmanagement und von Messpunkten, Datenaustausch und Informatik. Viel Spezialisten wissen, viel Spezialwissen, dass man das miteinander macht. Das leuchtet gerade ziemlich schnell ein. Und das haben wir wirklich vertieft geprüft und gesehen, das macht Sinn. Ebenfalls Sinn macht es beim Wasser. Ich möchte Frau Gabendur bitten, uns beim Wasser erklären, was da jetzt wirklich ist. Ja, auch guten Abend von meiner Seite. Es freut mich, dass das Interesse sehr gross ist, aufgrund der Anzahl Leute, die heute Abend da sind. Ich komme zum Wasser, Wasserversorgung, im Versorgungsgebiet der Gemeinde Wartau. Das ist jetzt aufgeteilt in 5 Kooperationen, wie ihr seht. Und es würde wirklich Sinn machen, dass man die zusammenführen würde, sei es Oberschan, Witte, Malanz, Atzmoos und Dröppach. Wasser. Ursprünglich ist die sogenannte Wasserversorgung mit den Brunnengenossenschaften entstanden. Und dann ist aus diesen Brunnengenossenschaften, so um ca. 1920, hat sich dann regional einfach die Dorfkooperationen gebildet, die für die Wasserversorgung zuständig waren. Deutsch gesagt, dort ist das Wasser ins Haus gekommen. Wartau hat ursprünglich 8 verschiedene Wasserversorgungen gehabt. Heute sind es noch 5 Stück. Die sind wirklich eigenständig und sehr komplex. Verbunden sind heute Oberschan, Malanz und Witte. Und verbunden sind Atzmoos und Dröppach. Die ganze Wasserversorgung, die wir hier haben, im Wartau, die basiert auf Quellwasser. Und da darf man sagen, da haben wir wirklich einen Vorteil gegenüber jetzt einmal die Welt rausgeschaut, im Mittelland der Schweiz, wo alles über Grundwasser geht. Wenn man jetzt das Wort ergreift und sagt, ja, Problem vom Pestizid, da haben wir nicht mit dem Quellwasser. Für die Versorgungssicherheit
haben wir im Talbereich zwei Grundwasserpumpwerke. Das eine ist in Tornau, Tröpach, und das andere ist in der Kulau, in der Witte. Diese Pumpwerke werden in Betrieb genommen, wenn Umbauten gemacht werden oder ein Problem entsteht von der Wassereinführung von der Quelle her, hat man da jederzeit die Möglichkeit, die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Wenn man hergeht und schaut, wie die jetzige Wasserversorgung aussieht, haben wir im Prinzip zwei Talzonen. Zum einen ist das Tröpach und Atzmoos. Und die andere Talzone ist Witte. Dann haben wir eine Mittelzone, das ist von Gnas und Gretschinz, mit einer unteren Mittelzone hier. Und die obere Zone, das ist, oder Hochzone, das ist Oberschaan. Also wir haben verschiedene Höhen, die wir mit Wasser versorgen müssen. Und darüberliegend haben wir die Quellgebiete, wo ins ganze System eingebunden sind. Ihr müsst nicht alles lesen können. Wir haben im Bereich Wasser nicht das gleiche wie im Bereich Strom. Strom ist in der Gemeinde Wartau schon viel weiter voran betreffend Zusammenlegung, betreffend Koordination untereinander von den Kooperationen. Und das hat bis anhin im Wasser praktisch nicht stattgefunden, außer den einzelnen Verbünden zwischen zum Beispiel Oberschaan und uns. Aber sonst kennt man das eigentlich beim Wasser nicht. Aufgrund von dem sind wir hergegangen und haben gesagt, wir müssen das durch Profi einmal zusammenstellen und einmal eine Bestandesaufnahme machen. Was haben wir überhaupt? Ihr seht hier, wir haben verschiedene Quellen überall verteilt im Berggebiet. Das geht noch rüber. Wir haben verschiedene Reservoir. Und wir haben noch die sogenannten Versorgungsgebiete, wo dann das Wasser über Quellen, Reservoir, nachher in die Netz eingespeisen wird. Und da, wie gesagt, haben wir hier die Grundwasserpumpe, zum einen Tröpach und zum einen Witte. Und wenn wir heute das Gebilde anschauen, das ist ja so komplex und sind der Meinung, dass man bei einem Zusammenschluss wirklich daher gehen kann und das Ganze sicher auch schlenker und auf die heutigen Bedürfnisse, sprich auch auf die Bedürfnisse der Zukunft, nein, ihr könnt abstimmen. Das wären so meine Äußerungen zum Bereich Wasser. Danke vielmals. Also mit Wasser geht es nicht nur darum, dass wir Wasser überkommen, sondern um die hydraulischen Verhältnisse, dass der Wasserdruck, der in den verschiedenen Zonen sind, ausgeglichen werden kann. Dazu braucht es technische Anlagen, braucht es Steuerungen, braucht es wieder IT, braucht es auch hier wieder viel Spezialistenwissen. Heute gibt mir ein Stichwort, wenn wir von technischer Infrastruktur reden heute, dann meinen wir nicht nur Strom und Wasser, dann meinen wir natürlich auch Internet, dann meinen wir natürlich auch Glasfasernetz, dann meinen wir nicht natürlich auch, dass wir jederzeit können, unsere Informationen beschaffen und austauschen. Wie das denkt ist mit der Telekommunikation, gebe ich gerne Hans-Peter Brockmann das Wort. Danke. Ja, geschätzte Damen und Herren, wir haben jetzt über Wasser gehört, absolut lebenswichtig, Strom. Da könnten wir uns das Leben kaum vorstellen. Auch eine Tankstelle funktioniert nicht mehr, wenn wir keinen Strom hätten. Aber ein weiteres wichtiges Bedürfnis eben heutzutage ist eben auch Kommunikation. Und angefangen hat es eigentlich dann hier bei uns in der Gegend mit der Unterhaltung. Und zwar ist 1980 GAW gegründet worden, aus dem Grund, weil der Empfang von Radio und Fernsehen war da ziemlich düster. Wir hatten hier gerade mal den Schweizer Fernsehsender.
Wir haben den Deutschen 1 in sehr schlechter Qualität, im Sommer fast nicht zu schauen. Wir haben den Deutschen 2 und dann haben wir den Österreich 1 gehabt. Das war es. Und mit der Antenne, mit der GAW, konnte man das natürlich verbessern. Man hat wesentlich mehr Sender bekommen, auch im Radiobereich. Hat man zum Beispiel den deutschen Sender bekommen, der vorher nicht möglich war. Das Netz haben wir dann kontinuierlich ausgebaut, weitergeführt. Und heute haben wir Glas bis ins Quartier. Wir hätten auch recht früh können Breitbandinternet da können einführen, zu einem Zeitpunkt, wo der grosse Anbieter, der ganz grosse Anbieter, da nur Einwahl-Internet geboten hat, wo man dann auch für Minuten hat müssen zahlen. Wir sind also da kein Hinterwäldler in diesem Bereich. Später ist dann auch noch Telefonie und Mobile dazugekommen. Zum Netzausbau haben wir jetzt wieder ein grösseres oder ein ganz grosses Projekt gestartet, um den Menschen in der Gemeinde eine top moderne Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Es sollen damit sämtliche ganzjährig bewohnten Liegenschaften in der Bauzone schrittweise mit Glasfasern bis zum Hausanschlusskasten erschlossen werden. Und zwar kostenlos. Wir wollen hier auch ein offenes Netz haben für alle interessierten Anbieter. Offenes Netz heisst, es wird dort nicht wie jetzt nur Produkte von Riesetznet angeboten, sondern auch, wir lassen auch weitere Anbieter zu, die hier ein Interesse haben, sodass es eine freie Wahl ist. Wir sehen auch, dass ein Glasfasernetz eine sehr nachhaltige Investition ist. Und zwar Glasfaser hebt enorm lang. Da ist 40 Jahre sicher kein Problem. Und wir sind auf der Glasfaser nicht beschränkt, wie viel Bandbreite dass man da drüber reinlässt. Also wie schnell dass man etwas macht. Die Beschränkung ist eigentlich jetzt auf die technischen Gegebenheiten der Elektronik, wo aber immer ansteigt. Dort ist das Problem nicht. Weiter ist, dass wir tiefere Wartungskosten werden haben auf dem Glasfasernetz, weil wir haben Störungseinflüsse, die wir auf dem Kupfernetz haben, die haben wir auf dem Glasfasernetz nicht. Dann, was ein weiterer Unterschied ist mit anderen Anbietern, wir machen Glasanschluss bis ins Haus und nicht nur bis zur Straße. Dann den Ausbau werden wir haben nach Notwendigkeit und es werden immer ganze Gebiete erschlossen. Und zwar aus dem Grund, wenn wir uns verzetteln würden und überall auf die Gemeinde verteilt würden, ausbauen, dann kommen wir mit den Kosten nicht mehr zu Schlag. Dann einen grossen Vorteil für die Kunden sehen wir, wir haben die gleiche Ansprechstelle dann wie Wasser und Strom. Und eben alle wichtigen Service, Medien sind dann aus einer Hand. Und wie wir den Paul für das Wasser und den Michi für den Strom erläutert haben, ist die Koordination wesentlich einfacher. Speziell auch wir von der Gemeinschaftsantenne haben immer müssen mit verschiedenen Ansprechpartnern dann verhandeln. Aber es ist nicht so, dass man das nicht gemacht hat. Man hat sogar innerhalb von der Gemeinde hat man bei der Strassenbaukoordination hat man das schon seit wahrscheinlich bald 20 Jahren gemacht, dass man die grossen Projekte hat man einmal jährlich mit der Gemeinde, mit dem Kanton und allen Kooperationen hat man die besprochen, wenn man geplant durchzuführen. Das, was aber dann mehr ein bisschen Kopfweh gemacht hat, ist, wenn Projekte kurzfristig gekommen sind, dann ist die Koordination nicht ganz so einfach gewesen. Wir haben es nämlich eine Weile geschafft, aber einfach ist es nicht gewesen. Darum wissen wir, dass wenn alles in einer Hand ist, wird das wesentlich einfacher sein und so, dass man das ja, besser kann durchführen kann. Danke.
Hans-Peter. Wenn so ein Grabenhof ist und es hat Strom und Wasser und Glasfaser drinnen, stehen nicht mehr 7 Leute dort mit dem Baggerführer, sondern nur noch einer, der mit ihm diskutiert, wie geht es weiter. Schönes Bild. Die Leute gesagt, wir haben uns das überlegt, wir haben das geprüft, ob wir jetzt einfach bei den Kooperationen die vielen Stücke rausnehmen wollen. Und das, was wenig lukrativ ist, schaut man dort, können es selber weitermachen. Und sagt, nein, wir bringen alles in die neue Organisation. Und damit können wir natürlich auch alles, alle Sachen mit in die neue Kooperation. Und damit kriegt die gesamte Organisation ein Installationsgeschäft. Und der Harry Kaiser wird uns kurz zeigen, wie das Installationsgeschäft wird aussehen. Danke, Rolf. Guten Abend. Auch von meiner Seite, geschätzte Bürgerinnen, geschätzte Bürger. Wir haben jetzt schon einiges gehört über Strom, über Wasser, über Telekommunikation. Und wir haben auch herausgespürt, dass da ein gemeinsamer Nenner ist, wenn es um Netzinfrastrukturen geht, wenn es darum geht, eine Strasse zu öffnen. Da sind nämlich alle daran beteiligt. Und das alles unter einem Dach zu haben, ist sicher ein grosser Vorteil. Ein Installationsgeschäft mitzuführen, bringt auch zusätzliche Vorteile. Wenn man nämlich von A bis B alles kann liefern kann, also sprich vom SAK-Mast, wo der Strom eingeführt wird, über das Netz und nachher verteilt wird bis ins Haus und nachher im Haus selber rein, dann auch die Installationen können gemacht werden, dann gibt das auch Synergien. Es gibt auch einen Austausch. Es ist auch interessant bei uns im Betrieb, der Austausch findet statt zwischen diesen Leuten. Und ich sehe es als einen grossen Gewinn, wenn wir auch alle miteinander zusammenarbeiten können. Selbstverständlich würde ich natürlich diese Sparte, wie auch die anderen, also Strom, Wasser und Telekommunikation, als einzelne Sparte ausgewiesen werden. So wie wir es auch in der Vergangenheit schon ausgewiesen haben. Also man sieht es ständig, wo die Sparten auch stehen. Also auch so bei der Elektroinstallation. Im Vergleich zum Strom und zum Wasser sind wir da vielleicht ein bisschen anders geordnet. Weil Strom und Wasser ist Grundversorgung. Das heisst, wir müssen das liefern. Es gibt keine Konkurrenz. Da bei der Installation sieht es anders aus. Da gibt es natürlich Mitbewerber. Und da müssen wir uns natürlich einordnen können und auch können mitkämpfen, dass wir da können überleben können. Aber dem möchten wir uns weiterhin stellen. Uns ist das Bedürfnis, dass wir den Bürgerinnen und Bürger auch das können bieten. Und ich glaube, wir haben es auch in der Vergangenheit gemerkt, dass es geschätzt wird. Wie soll das aussehen? Von den Dienstleistungen her würden wir weiterhin das, was wir angeboten haben, bis jetzt von der Beratung über die Planung bis zur Ausführung anbieten. Von den Objekten her, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, aber auch Industrie, die natürlich speziell interessant ist, die auch eine gewisse Komplexität mitbringt. Vom Gebiet her, der Fokus ist klar aufs Wartau, dass man mal die Gemeinde nebendran etwas hat. Das kann es geben, aber wir möchten hauptsächlich hier, wo unsere Bürger und Bürgerinnen sind, möchten wir tätig sein. So nach dem Slogan, schau in der Region. Wenn ich den Hans-Peter zitieren darf. Vom Umfang her, Service- und Reparaturarbeiten, das ist sicher das, was sehr interessant ist, aber auch Neuinstallationen und Umbauten. Wieso möchten wir das anbieten? Das sieht man hier unten und es ist auch schon der Abend erwähnt worden, eingangs vom Rolf. Wir möchten Arbeitsplätze hier bei uns in der Gemeinde können anbieten. Und mit dem auch eine Wertschöpfung bieten. Wir möchten auch etwas für unsere Jugend, für die, die hier in die Schule gehen. Wir werden nämlich demnächst auch wieder vorbeigehen und die Werbetrommel ein bisschen trümmeln, dass sie wieder schnuppern können. Wir möchten auch für die etwas bieten. Wir sind in 4 Kategorien unterwegs. Elektroinstallation, Montageelektriker, auch im Netz möchten wir in Zukunft ausbilden. Und im Kaufmännischen sind wir auch aktiv unterwegs. Und zuletzt, aber nicht ganz so wichtig, das merken wir an diesen Telefonen, die nach dem 4 Abend kommen, wenn irgendwo Not ist, dass etwas nicht mehr tut,
das ganze Haus keinen Strom mehr. Es kann auch wirklich ein Notfall sein, wo man auf Strom angewiesen ist. Dann sind wir hier 24 Stunden, 365 Tage. Danke vielmals. Danke, Harry. Ja, es gibt noch einen Bereich, wo Geld kostet und wo man sich überlegen muss, wo das Geld herkommt. Aber da kommt die neue Organisation. Das sind die gemeinnützigen Sachen, die man in den Dorfteilen bringt, wo man auch weiterhin will machen, wo die Bürgerversammlung aus der ganzen Gemeinde dann kann beschliessen, machen wir das weiterhin? Wenn ja, dann geht es weiter. Und was das alles ist, würde uns der Röbi Signer ein bisschen mehr zeigen. Danke. Ja. Geschätzte Damen und Herren, vielen Dank für das heutige Kommen auch nochmal für unsere Seite. Ich habe das Thema gefasst von diesen unbekannten Leistungen, die eine Kooperation durchführen dort. Wir haben so einen Grundsatz, das ist das Schweizer Milizsystem, auf dem wir aufschaffen. Dann haben wir eine Kooperation, die zusätzliche Leistungen bringt. Wir haben einen Erhalt von sozialen Pflichten, das sind so gemeinnützige Arbeiten, Sachen, die eine Kooperation einfach durchführt, die irgendwie einfach so dazu gewachsen sind. Und dann geht es um den Willen der neuen Kooperation. Und man sieht natürlich, das ist einfach ein kleines Bild so, man ist immer im Clinch zwischen Kooperationsordnung, das ist Grundversorgung, und dann gibt es natürlich die übernommenen Pflichten, und die sollte man natürlich auch irgendwie finanzieren können. Als kleine Einleitung kann ich einfach dazu sagen, wir sind ja eigentlich eine Gemeinde mit vielen Dörfern und man hat eigentlich keine Zentrumsbildung gehabt, weil es ist, alle Dörfer sind von der Stärke her zu wenig gross, als dass ein Dorf eine Zentrumsbildung machen können. Und aus dem Grund heraus haben Kooperationen eine zentrale Funktion gehabt, wo sie eigentlich die sogenannte Wohnlichkeit in den Dörferinnen gefördert hat. Und das hat natürlich die Eigenheiten der Dörfer zusätzlich verstärkt. Aber in der heutigen Mobilität hat natürlich das alles eine entgegengesetzte Wirkung. Es gibt wieder eine Angleichung unter den Dörfern. Die Differenzen sind weniger stark. Und als gemeinnützig möchte ich eigentlich einfach sagen, es ist eine Leistung zum Wohl von der Bevölkerung und nicht nur vom Bürger allein, oder? Weil Bürger ist wieder ein anderer Begriff, wo man eigentlich in dem Sinne, das wäre der, der Stimmrecht hat. Und das ist es eigentlich nicht in dem Sinne. Das Besondere in der Schweiz ist eigentlich das Milizsystem. Der Staat selber sind wir. Und das politische System lebt eigentlich von unserem Engagement, das wir haben. Doch es schwächt sich laufend ab. Und das Milizsystem wird durch viele Auswirkungen und Forderungen schwächer. Wichtige Merkmale sind einfach mal grundsätzlich der technische Fortschritt, der uns einfach Probleme verursacht. Dann ist der rechtliche Einfluss Seite vom Staat, das ist sowohl Kanton wie auch Bund. Dann haben wir natürlich den persönlichen Lebenslauf, der sich geändert hat. Der Beruf ist alles härter geworden. Und Freizeit und Familie. Man kann einfach sagen, es hat einen Umbruch stattgefunden. Vor Jahren war es einfacher, wenn man einen Verwaltungsrat gesucht hat. Jetzt ist es schwieriger geworden. Und aber das Milizsystem ist natürlich auch etwas, das zur Kultur in einer Gemeinde gehört. Darum haben wir das so eigentlich ein bisschen dazu gepackt. Dann kommt dazu, Bereitschaft natürlich persönlich Zeit einsetzen, ist kleiner geworden. Und dann auch bei den Arbeitgebern, das habe ich auch selber gemerkt, muss man sich verteidigen, wenn man ein öffentliches Amt hat. Ist gesetzlich so nicht vorgeschrieben, wäre das Gegenteil. Aber der Arbeitgeber hat auch andere Rechte. Und dann sind wir dazu eine Gesellschaft von Spezialisten geworden. Wir haben natürlich in einem Verwaltungsrat Themen, die sehr breit sind.
wir sind ja teilweise nicht nur, nicht böse gesagt, eine eindimensionale Kooperation, sondern man hat viele Tätigkeiten. Die einen haben Strom, Wasser, Medientechnik oder Kombinationen daraus heraus. Und eigentlich werden ja Generalisten gefordert. Aber an einem Arbeitsplatz sind eigentlich Generalisten auch nicht so gern gesehen. Und, aber das tut sich ein bisschen beißen, weil ein guter Generalist kann wirklich auch ein guter Mitarbeiter sein. Die Welt ist einfach komplexer geworden. Der Aufwand bei Lösungssuchen ist schwieriger geworden. Und das sehen wir jetzt auch dann nachher. Und dann die Kleinteiligkeit der Kooperationen verhindert natürlich gemeinsame Lösungen über Kooperationsgrenzen hinweg. Das hat man schon mal gesagt. Jede Kooperation hat unterschiedliche Präferenzen, einen anderen Planungshorizont und dann ist es schwierig zum Zusammenkommen. Man hat auch schon mal darüber diskutiert, ja, man kann alles mit Verträgen regeln, aber am Schluss hat man ein Vertragswerk und es ist keine Kooperation mehr. Das ist es auch nicht. Und das ist einfach eine Verzettelung der Kräfte. Sparmaßnahmen führen wir durch, weil es schwieriger wird. Und wo wird zuerst gespart? Es ist natürlich so, bei den Pflichten, Wasser- und Stromversorgung, das ist Grundversorgung, das ist gegeben. Da kann man nichts streichen, das ist fixiert. Dann gibt es aber die sogenannten dörflichen Leistungen, wo alle Kooperationen in einem gewissen Sinn durchführen. Und wenn wir dort abbauen, fällt es einfach am Schluss an der Wohnlichkeit in einem Dorf hin. Es geht einfach etwas verloren. Ein rechtzeitiger Zusammenschluss bedeutet aber auch, dass Kräfte gebündelt werden. Doppelspurigkeiten verhindert. Aber das hat auch, der Zusammenschluss fördert auch, dass die dörflichen Aufgaben, wo jetzt die Zeiten, sehen wir bei Strom und Wasser, alles wird teurer grundsätzlich, auch in Zukunft, weil Sicherheit kostet mehr, der Aufwand wird grösser, aber die dörflichen Leistungen, wenn wir die Aufgaben, wenn wir trotzdem erhalten. Also unsere Pflicht wäre eigentlich als Bürger, wäre es zu verlangen, dass die bestehenden außerordentlichen Leistungen in den Dörfern vollständig erhalten bleiben. Und natürlich auch gefördert werden. Da gibt es natürlich auch den Grundsatz, eine Kooperation ist eine sogenannte Spezialgemeinde, unterliegt keiner Steuerpflicht, außer wahrscheinlich der Mehrwertsteuerpflicht. Und man kann auch sagen, so einen Beitrag kann man trotzdem wieder gemeinwirtschaftlich bringen. Also bedeutet eigentlich mit der Wohnlichkeit zusammen, dass man mitgewachsene Aufgaben wieder weiterführen tut. Das sind als Beispiel, damit man das ein bisschen genauer sagen wollen, das sind die Schulhaustürme in der Witte, in Oberschan. Wir haben da Bühnen ausgebaut, da oder in Oberschan. Wir haben Vereinbarung mit der Spitex. Da gibt es eine laufende Unterstützung von Vereinen, also Fußballverein, Sportplatzbeleuchtung oder Turmverein. Dann haben wir Treffpunkt, als Beispiel ist Schulhaus Malanz genannt. Dann kommt aber auch das andere dazu, wo man ein bisschen nicht vergisst. Das sind die Dorfbrunnen, die wir alle unterhalten. Ist natürlich, gerade als Beispiel Soberschan, der grosse Brunnen, ist ein Kulturgut, ist 1717 gebaut worden. Also da sieht man, da kann man nicht einfach sagen, das tun wir nur weiterpflegen. Dann haben wir Förderung von Kultur, Theaterabend, Unterhaltungsabend und so weiter. Dorfgestaltung wird natürlich auch teilweise noch von den Kooperationen mitgeholfen. Und der Einsatz eigentlich von den Kooperationen sollte eigentlich erhalten bleiben. Und ihr könnt das theoretisch auch. Aber jetzt kommt eigentlich, wie will man so etwas finanzieren in Zukunft? Weil der Kanton verlangt eigentlich, dass man keine Quersubventionierungen mehr macht. Und das ist eigentlich, hat man früher die Aufgabe einfach so übernommen. Teilweise kann es heute auch recht teuer werden.
Und darum sollte man sich Gedanken machen, wie man das erhalten kann, ohne dass man eigentlich Quersubventionierungen durchführt. Es gibt zwei Möglichkeiten, die man jetzt mal ein bisschen mal andiskutiert hat. Die Kooperation ist steuerbefreit. Und dann kann man sagen, aus der Steuerbefreiung heraus gibt es auch eine soziale Aufgabe. Und aus dem heraus kann man aus dem Ertrag, den es gibt, einen gewissen Prozentsatz vom Gewinn eigentlich immer als Budget nehmen, als Budgetposten nehmen für so öffentliche Aufgaben. Aber man muss auch sagen, das ist nicht in Konkurrenz von der Ortsgemeinde denkt, sondern das ist immer nur als Ergänzung oder in anderen Tätigkeitsgebieten. Und dann gibt es den zweiten Vorschlag. Wir tun alle Aufgaben von einer Kooperation, die nicht zur Grundversorgung gehört, zusammenfassen in einem eigenen Kostencenter. Dort tun wir alle Aufwände und Erträge gegenüberstellen. Und wenn man das geschickt macht, gibt es eigentlich einen freien Ertrag, der unabhängig ist von einer Grundversorgung und eigentlich auch keinen Einfluss hat, wo ein Verwaltungsrat frei darüber verfügen kann. Da kann man sich die Frage stellen, sind denn die zwei Vorschläge überhaupt irgendwie in Konkurrenz oder ja, könnte man behaupten. Also wenn man den Ertrag aus allen Liegenschaften, die alle Kooperationen haben, das sind zum Beispiel Wohnungen, Parkplätze etc., dann gibt es auch Quellen, die man selber nicht nutzen tut. Ertrag aus Kraftwerk, Ertrag aus Photovoltaik, vielleicht noch andere Sachen. Die könnten ein Kostencenter bilden und aus dem Ertrag heraus kann man eigentlich eine freie Gestaltung machen oder über den Betrag verfügen. Es ist ganz klar, der Werterhalt von allen diesen Sachen muss trotzdem sichergestellt sein. Aber unsere Aufgabe ist natürlich auch als Bürger. Wir wollen das. Wir können auch sagen, wir wollen nur alles schlank haben. Aber ich meine, ein Dorfbrunnen, ein schöner Brunnen oder sonst irgendetwas ist auch ein Schmuck. Oder auch das Altersheim, der Garten, der hier aufgebaut wurde, wo auch Kooperationen mitgespendet haben, ist eine schöne Sache, auch wenn die Gemeinde mehr daran gezahlt hat. Ist klar, aber ohne Mitmachen gibt es keinen Erfolg. Und da kommt eigentlich der Wille von der neuen Kooperation, der ist in dem Sinn ihnen eigentlich wichtig. Wir als Träger da von dem Zusammenschluss, kann man sagen, möchten eigentlich, dass die neue Kooperation die bestehenden Aufgaben, gemeinnützigen Aufgaben übernimmt und auch weiterhin fördert. Und dann ist die neue Kooperation auch in diesen Sachen nicht nur für Zentrumsbildung da, sondern hat auch eine ausgleichende Pflicht, eigentlich immer zum Wohl von allen Dörfern. Mit dem wäre es von meiner Seite gewesen. Danke fürs Zuhören. Danke, Röbi, für deine Ausführungen. Unglaublich. Ist doch unglaublich, wie viel Wissen das in diesen Kooperationen vorhanden ist. Spezialwissen beim Strom, hydraulische Verhältnisse beim Wasser, Glasfaserausbauten in der Strasse und Hausanschluss und viel Wissen ist rum, IT. Das Spezialwissen muss man unbedingt erhalten, das muss man pflegen. Das Know-how muss man aufbauen. Wenn neue Leute dazukommen, müssen die sich das wieder aneignen. Es ist gesagt worden, es muss in der Freizeit angeeignet werden. Man muss Leute finden, die bereit sind dazu, die Zeit haben für das, die das auch machen wollen. Keine einfache Aufgabe. In unseren tiefen Abklärungen sind wir darum schon zum klaren Schluss gekommen. Die Zusammenarbeit, die Professionalisierung durch den Zusammenschluss, die macht viel Sinn, die macht in jedem Aspekt Sinn und wir können mit wirklich gutem Gewissen vorschlagen, wir sollten die neue Kooperation gründen. Man kann den Antrag stellen, um die Kooperation zu gründen, alles vollständig zu überführen, gemeinsam weiterzuführen und die bestehenden Kooperationen können auflösen.
Und man sollte rasch starten mit dem, weil die Zeit läuft. Es kommen wieder neue Wahlen, wieder neue Leute. Man muss sich das Know-how wieder erarbeiten, man muss es fortführen, man muss das Wissen, was jetzt vorhanden ist, pflegen. Und wir kommen darum mit dem Antrag für den 27. November. Wir wollen den Zusammenschluss machen. Wir schlagen den Bürger vor, die Kooperation zu gründen und den Schritt zu gehen. Was passiert denn am 27. November? Das ist eigentlich ganz einfach. Man kann Ja oder Nein sagen. Wenn das gesamte Resultat Nein ist, dann ist es noch einfacher. Weil dann ist es einfach fertig. Dann geht es nicht mehr weiter, sondern es geht genau gleich weiter, wie es jetzt ist. Das Bestehende bleibt, das Bisherige bleibt. Und vermutlich für viele Jahre. Interessanter ist, wenn es ein Ja gibt zu dem Zusammenschluss. Dann wird die Projektgruppe, die jetzt dran ist, aufgelöst. Es wird einen Konstituierungsrat geben. Was ist dem seine Aufgabe? Dem seine Aufgabe ist, um für die nächste Frühlinge Bürgerversammlung vorzubereiten. Für die ganze Gemeinde, die in der ganzen Gemeinde eingeladen wird. An dieser Versammlung werden die Statuten und das Reglement vorgelegt, die Organisation vorgestellt. Also dort wird darüber abgestimmt, wie denn die Organisation zu funktionieren hat. Und es werden Wahlen vorbereitet. Wer soll denn schlussendlich in den Verwaltungsrat hineinkommen? Und die Wahlen werden auch nächstes Jahr durchgeführt werden. Mit dem, wie das sie funktioniert und wer verantwortlich ist, könnte die neue Organisation binnen der Zustimmung am 1. Januar 2024, also in ungefähr einem guten Jahr, ihren operativen Start aufnehmen. Das sind unsere Antworten auf die Fragen. Was wollen wir? Was schlagen wir vor? Wie wollen wir das machen? Was steckt dahinter? Und wir sind natürlich unheimlich gespannt, was Sie für Fragen an uns haben. Ich möchte das Forum gerne eröffnen und bitte, einfach Fragen zu stellen. Ja, geschätzte Anwesende, ich habe nur Frage für die Dorfkooperation Oberschau. Die haben ja mal ein Restaurant gekauft vor nicht langer Zeit. Was passiert mit dem Restaurant? Ist das nachher allen oder was ist da angedenkt? Ja gut, das Problem haben wir natürlich schon vorher diskutiert. Die Eigentumsverhältnisse sind eigentlich klar geregelt. 50% ist Ortsgemeinde, 20% ist Dorfkooperation Oberschau. Und wie wir das vorher schon gesagt haben, das läuft eigentlich nachher über in die gemeinnützigen Tätigkeiten, die die neue Kooperation übernehmen wird. Also wird einfach der Anteil der Eigentümer, wird, also Eigentümer kann man nicht sagen, aber von denen wir irgendwie mitbestimmen, wird einfach grösser. Aber das Restaurant wird auch so geführt, dass es eigentlich selbsttragend ist und aus dem Grund aus eigentlich auch keine Kosten verursachen tut. Aber es fließt nachher zu 50% in die neue Kooperation hin. Miteinander. Meine Frage ist die, also es ist ja klar, dass jede Kooperation muss ja Ja sagen, dass das zustande kommt. Das ist wichtig. Jetzt, wenn eine Kooperation würde Nein sagen und die andere Ja, wäre es denn trotzdem möglich, dass die das Stand kennt und die einen einfach noch draussen wird? Nein, diese Frage haben wir schon bei der ersten Abstimmung klar beantwortet gehabt. Der Zusammenschluss macht dann Sinn, wenn alle Ja sagen. Also Zwischenlösungen, die sind nicht sinnvoll. Wenn, dann müssten wir alle können zusammenarbeiten können. Ja, geschätzte Anwesende, ich habe mir auch einen Gedanken gemacht. Mir stört eigentlich der Rahmen noch ein bisschen von der Elektro-Wasser-Kooperation. Ich werde den Vorschlag, dass man den ändert, auf technische Betriebe warten. Weil das ist mehr als Wasser und elektrisch direkt. Und darum wäre ich dafür, dass man das ändert. Über die Kosten ist überhaupt nichts geredet worden, da, was die neue Organisation von der Installation und weiss ich nicht, was dort das beinhaltet. Und was bedeutet das für einen Einzelnen, wenn ihr da so eine Installationsabteilung habt? Ist da überhaupt noch gewährleistet, dass es in der Monopolisierung gibt? Genau, also das war die erste Frage nach dem Namen. Wie lange haben wir uns geklärt? Ich glaube 3 Monate, 4 Monate. Um den Namen.
Wir sind zu dem Namen gekommen, weil EW ist ein eingebürgerter Begriff. Jeder versteht, was EW ist. Technischer Betrieb ist sehr nahe an einem Gemeindebetrieb. Alle technischen Betriebe sind irgendwo gehören einer politischen Gemeinde oder einer Stadt. Fast alle, die wir angeschaut haben. EW sind aber selbstständig, wie wir auch hätten sie, darum sind wir auf den Namen EW gekommen. Zwar klart auch, sagt auch aus, wo das Schwerpunkt ist. Und weil Elektrizität und Wasser dabei ist, darum EW Wartau. Natürlich sind noch andere Sachen dabei, es ist noch mehr dabei. Der Einheimische weiss das ja, dass es dabei ist. Der Name wird aber plötzlich sehr lang und sehr ausführlich, wenn man alles aufzählen möchte. Und so sind wir irgendwo auf den Kompromiss gekommen, haben wir lang drum gelungen. Natürlich kann man den Namen auch ändern. Das kann eine Bürgerversammlung ja beschliessen. Sagen, wir werden nicht mehr so heißen, wir werden es unbedingt für Betten anders heißen. Aber sinnvoll ist es wahrscheinlich nicht, weil dann ganz viele Sachen entstehen. Das wäre sicher jetzt der Zeitpunkt. Und genau darum haben wir auch so lange drum gerungen. Ich finde den Zusammenschluss von diesen 5 Kooperationen hervorragend. Höchste Zeit, ich würde sagen, sogar überfällig. Ich begrüße das sehr. Ich gehe davon aus, dass die Kooperation die wird auch profitabel sein. Meine Frage, warum wird das nicht in die politische Gemeinde integriert, wäre wahrscheinlich ein Vorteil, dass man mal ein bisschen weniger Steuern müsste zahlen. Das ist eine gute Frage. Genau. Ich glaube, Andi gibt dir das Wort. Hast du auch vermutet. Hi, das ist jetzt vor 2-3 Jahren, wo wir anfangen zu diskutieren über den Zusammenschluss. Ich war über Evo Wartau heute natürlich in der Arbeitsgruppe dabei gewesen. Und es war auch von Anfang an klar gewesen, wenn man sagt, dass man es jetzt in die politische Gemeinde integriert, oder? Den ganzen Zusammenschluss, dann wird das scheitern. Dieser Meinung ist mir ganz klar gewesen. Und man hat darum gesagt, hey, wir wissen eigentlich, dass die Kooperation wirklich entsteht, dass da die Leistungen weiterhin so erbracht werden. Und haben darum gesagt, dann lieber eine Kooperation, oder? Als das Ganze wieder scheitert, nur weil es dann nachher eben zur politischen Gemeinde gehört. Oder? Das müsste eine ganz klare Meinung sein, das wird keine Mehrheit finden. Und haben darum entschlossen, dass man eine eigenständige Organisation halt aufbaut. Aber ja, es könnte tendenziell so sein, dass Steuern ein bisschen angehängt. Aber es wäre nicht der Prozentsatz, den ich gerne hätte. Ich gehe heute davon aus. Und es weiss es niemand genau. Die neue Kooperation, es ist einmal erwähnt worden, sie wird Dienstleistungen für Bevölkerung erbringen. Und ich hoffe immer noch, dass ich gewisse Leistungen, die ich heute muss erbringen, einmal abgeben an die Kooperation, die für die Allgemeinheit sind. Das ist eine meine Hoffnung, und dann sage ich, dann kann ich es dort kompensieren. Ich habe noch eine Ergänzung, Herr Eberl. Das ist der dritte Anlauf von einem. Wir haben schon mal 1908 einen Anlauf genommen. Dort hat es nicht geklappt. Anscheinend hat man durchaus mal, wenn man die Geschichtsbücher nachliest, ist dann ans Fuss gelegen. Ich kann es nicht bestätigen. Wir haben in den 70er Jahren den zweiten Anlauf genommen. Der selbe Anlauf war ja so, wie Sie jetzt gefragt haben. Wir haben es in die politische Gemeinde integriert. Darum ist es schon während von dem her schon nicht mehr zur Diskussion gestanden. Die Bürger hat es trotzdem nicht wollen. Klar haben wir nur noch trotzdem abstimmen. Aber wir haben den Weg gesucht, eigenständig sein, 3 Kräfte haben, hier im Wartau, ortsgemein politisch und mit mehr wie Wartau eine zusätzliche Kraft. Das gibt beide Wege. Ewe Buchs macht es so, Seewallen auch. Also, das gibt es so. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Also, es gibt Ewe Wallenstadt, die jetzt so fährt wie wir. Einfach. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und wir denken, das ist der Weg so. Von mir aus gesehen sollte der Installationsbetrieb aus dieser Kooperation rausgenommen werden. Und zwar mit folgender Begründung. Da spielt ja der Matt mit. Und wenn man die Jahresrechnungen angeschaut hat von Atmos vor ein paar Jahren, haben die ziemlich Defizit gemacht. Und das kann ja nicht sein, dass wir nachher aus irgendwelchen Gründen und dem Defizit nachher mittragen müssen. Das ist schon mal das eine. Und das andere ist,
Es ist heute mehrfach betont worden, quersubventionieren sollte man nicht. Und dort mal, wenn man dort, wenn dort das EWE-Atzmann können quersubventionieren, hätten sie den Installationsbetrieb zutun. Danke, aber das ist eine Frage, die wir ganz, ganz tief diskutiert haben, die nachgefragt haben. Und ich bin ja recht, die Meinung kann man tatsächlich haben. Und die Meinung, die haben wir auch diskutiert. Die Frage ist halt, ist der Zusammenschluss die richtige Aktion, um das jetzt zu machen? Oder hätte man das vorher machen oder nachher? Wenn man es vorher gemacht hätte, hätte die CW Atmos oder die Dorfkooperation Atmos beschließen müssen, dort das raus. Wenn man es nach dem Zusammenschluss macht, dann kann die ganze Gemeinde darüber bestimmen. Das gehört in einer Bürgerversammlung von allen, die sagen, wir wollen weiterfahren mit der Installation oder wir wollen das verselbstständigen und wir machen dort weiter. Das heisst, die Diskussion ist nicht einfach erledigt, ob man zum Zusammenschluss ja oder nein sagt, sondern die Frage stellt sich entweder in der Dorfkooperation Atmos oder in der EW Wartau, wie sie dann nachher heisst. Schlussendlich scheint mir ganz wichtig, und nicht nur mir, sondern der ganzen Projektgruppe, dass es Profizenter ist, dass es in der Jahresrechnung ausgewiesen ist, dass es keine Quersubventionierung ist, sondern dass man dort raus sieht, wie rentabel ist es gewesen. Im Positiven oder im Negativen. Und dann kann man Entscheidungen tatsächlich treffen, so an der Bürgerversammlung. Ich bin ja nicht ganz zufrieden mit der Antwort. Weil, wenn es ja dann so weit kommt, wer entscheidet denn oder wer bringt den Vorschlag, dass man das rauswirft zu dieser Kooperation? Also der Bürger kann das an jeder Bürgerversammlung unter dem Punkt Varia vorbringen, dass der Verwaltungsrat das prüfen soll, um diesen Bereich anzuschauen, ob man das weiterführen soll oder nicht. Also das kann man in jeder Versammlung beschließen. Vielleicht noch schnell zum anderen Punkt, den ich noch möchte ergänzen. Also ich habe mich ja ziemlich tief erlebt. Und ich nehme an, sie ist auch den meisten bekannt. Also der Umbruch, wie wir um 17 hier gestanden sind und wie wir heute hier stehen, das ist 180 Grad Kehrung sind. Also wir haben das wieder hergebracht in den 4 Jahren. Und wir hatten im gesamten 19 Personalwechsel. Wir haben das jetzt aber wieder auf eine schöne Schiene gebracht. Und ich kann heute mit Stolz sagen, der Bereich, der steht heute oben und schreibt schwarze Zahlen. Das kann man nicht in einem Jahr machen. Wenn es zu viele Wechsel gibt, dann braucht es einfach eine gewisse Zeit. Und ich meine, das ist ein gröberer Umbau hat stattgefunden. Der ist jetzt mittlerweile abgeschlossen und ich kann mit Stolz sagen, dass CW Atmos also sehr gut ansteht. Und ich bin auf die Zukunft zuversichtlich, dass es so weitergeht. Ich habe es erwähnt, es sind Synergien rum, es ist auch gegenseitige Befruchtung. Ich denke, es ist auch für die Führung selber von einer Ehe. Wenn es eine gewisse Größe hat, interessante, wo es verschiedene Bereiche sind. Und, es ist Wertschöpfung, es sind 3 bis 4 Lehrlinge, die wir ausbilden können in diesem Bereich. Und das ist auch, was dafür gesprochen hat, dass wir am Schluss gesagt haben, wir möchten das so auch weiterführen. Aber ich gebe Ihnen, gebe dir recht, dass das Risiko besteht. Das besteht übrigens überall. Im Wasser und im Strom kann man hergehen und sagen, ja, wenn es zu wenig ist, dann kommt man mit den Tarifen auf. In diesem Bereich ist man halt am Markt ausgesetzt. Und wenn man halt den Auftrag einmal angenommen hat und halt es tief kalkuliert hat, selbstverständlich, dann kann es geben, dass man mal einen Verlust schreibt. Aber das ist ganz normal in der Privatwirtschaft. Wir holen es dann nachher auch wieder zurück, in späteren Jahren. Und da bietet man dann wieder Reserven. Ist die Frage beantwortet? Wieso, dass wir so entschieden haben? Wieso mehr Fragen so? Also mal wohl. Zweite Frage ist noch. Was passiert mit dem Laden? Den Laden tun wir auch weiterführen. Und aber der ist ja defizitär seit eh und je. Ja, da kann man. Heute ist das Öffnen an jedem Zentrum, da kommt es heute alles über vom kleinsten Schräubli und Steckerli und Käbeli, kommst du alles billiger über dort und die Leute kaufen es vor allem dort. Ja, da würde ich jetzt wäre ein bisschen andere Meinung, aber ja, ich sage jetzt, die gewissen Sachen sind ja ganz sicher konkurrenzfähig. Die anderen machen es vielleicht mit der Dienstleistung, wo wir auch noch etwas anbieten können. Und ich würde behaupten,
in unserem Land haben wir eine ganz hohe Fachkompetenz, wo wir wirklich einen Fachhandel betreiben und nicht irgendeinen Nettoshop oder einen Geiz ist geil, sondern bei uns kommt man Beratung über auf einem ganz hohen Niveau. Und wo wir auch möchten entgegenwirken, und das höre ich immer wieder von den Leuten, dass unser Dorf einschläft, die Post geht weg, die Bank geht weg. Wir haben jetzt die Möglichkeit, sie sollen weiterhin einen Fachladen irgendwo da im Wartal betreiben, also in Moos, im Zentrum, da unten. Und ich finde, das ist doch ein Wert, das ist doch ein stiller Wert für uns, ne? Wenn man kann sagen, ja. Aber ihr dürft gerne alle in die Post kommen, dann wird er. Dann geht die Rendite rauf. Aber ja, es ist richtig, da gibt es keine grosse Rendite, definitiv nicht. Aber wir nutzen natürlich auch für andere Sachen den Ladenleiter. Er macht auch viel Administratives, man kann das gut miteinander verbinden. Und so sage ich, ja, geht es, schaut es uns etwa gut raus. Gut, ich glaube, die Diskussion ist noch lange nicht fertig. Die wird im nächsten Jahr irgendwann mal wieder aufkommen. Vielleicht aber, was wichtig ist, wie wir diskutiert haben, im Rahmen des Zusammenschluss werden wir nichts übrig lassen, sondern alles mitnehmen. Für das ganze Installationsbetrieb, inklusive Laden, das ist ein Wert. Das ist ein effektiver Wert, das ist Geld, das hat einen Gegenwert. Und wenn wir das nicht mitnehmen, dann verliert der Bürger einfach einen Wert. Da wird, wenn man es privatisiert und sagt, ja, die drei sollen zusammen das Profizenter übernehmen und weitermachen, dann können die etwas geschenkt über, was heute der Bürger gehört. Und das tut mir nicht richtig, das hat die Arbeitsgruppe nicht richtig tun, sondern das soll ein Beschluss sein, wo die Gesamtbürger fehlen können. Sagt das nächste Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, wenn der Zeitpunkt da ist, kann man einen Antrag stellen, diskutieren wir das, was machen wir dort weiter, aber nicht jetzt, weil jetzt ist die Frage, alles übernehmen oder gar nicht übernehmen. Das ist vielleicht noch eine Ergänzung zu dieser Diskussion. Gut, ich habe jetzt ganz viele Hände aufgekommen. Könnt ihr eine nehmen? Geschätzte Anwesende, guten Abend, Adrian Kobosha. Ich habe zwei Punkte. Ich komme eigentlich auf den zurück vom Personal. Jetzt haben wir fünf Verwaltungsräte, die es nicht mehr braucht. Die Arbeiter bleiben ja im Wesentlichen der gleichen. Wir reden auch von Professionalisierung. Das soll aber Milizler bleiben. Schön und gut. Welche Aufgaben von diesen bis jetzt nicht gelangweilten Verwaltungsräten werden dann professionalisiert tatsächlich? Und seht ihr das, was für Leute oder das übernehmen? Das ist der erste Punkt. Vielleicht können wir auch noch beantworten. Genau, also es sind nicht fünf Verwaltungsräte, sondern fünf Verwaltungsräte pro Korporation. Plus nochmal etwa gleich viel pro Zweckverband. Und die Leute muss man dann auch finden in der Gemeinde. Das ist der Punkt, wo wir sagen, wenn wir das zusammenführen, dann gibt es nachher weniger Verwaltungsräte. Der Verwaltungsrat heute in dieser Korporation hat aber nicht eine Verwaltungsaufgabe, sondern auch eine operative Aufgabe. Das heisst, er muss in den Graben raus, er muss schauen, er muss sich Gedanken machen, er muss Offerten einholen, er muss das abrechnen und so weiter. Also das sind die Aufgaben, die nachher durch die Profiorganisation gemacht werden. Dort gibt es also eine Verlagerung von Arbeiten, die jetzt durch den Verwaltungsrat, der eben nicht verwaltet, sondern auch operativ tätig ist, nur noch verwalten muss oder anordnen darf und der operative Teil dann in der Organisation selber gemacht wird. Und da ist klar, wenn das zusammenkommt auf eine Person von vielen Personen, dass das dort kann professioneller gemacht werden kann, dass es in der Vergangenheit sehr, sehr gut gemacht worden ist, dass es aber komplexer wird. Das ist das, was wir in der letzten Informationsveranstaltung vor allem angeschaut haben. Jetzt freue ich mich auf die zweite Frage. Okay. Wenn ich heute Abend zugelassen habe und ich finde es gut und richtig, dass wir das schon gehen. Aber das war eine Werbeveranstaltung, sondergleichen. Wo sind die Knacknüsse, die sicher auch drinnen sind, die ihr jetzt heute Abend vielleicht nicht angesprochen habt? Ja, die gibt es selbstverständlich. Einen haben wir angesprochen, das ist der Installationsbetrieb. Dem haben wir wirklich sehr, sehr lange umeinander diskutiert. Wir wollten auch bei den Finanzen sicher sein, dass wir dahinter stehen können. Darum haben wir das auch sehr, sehr genau angeschaut, wie es mit den Finanzen aussieht. Wir haben
die rechtlichen Fragen alle müssen klären. Nicht, dass wir irgendeinen Weg hineinlaufen, wo dann plötzlich eine Leitplanke überschritten ist, dass irgendeiner sagt, so funktioniert es nicht. Da haben wir uns beraten lassen, dass man da im richtigen Fahrwasser bleibt. Werbeveranstaltung ist mir gar selber aufgefallen und denkt, jetzt musst du dann langsam bremsen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir sehr überzeugt sind davon, dass der Zusammenschluss richtig ist. Dass es aber nicht nur problemlos geht, das ist ganz klar. Und dass das auch in Zukunft wird das Ringen bleiben. Es ist eine Unternehmung, die am Markt tätig ist, die eine wichtige Aufgabe hat in der Infrastruktur. Das wird immer das Ringen bleiben. Also, ich würde mich einfach in dem Fall noch schnell das Wort melden. Ich habe mit dem Harry zusammen haben wir eine Finanzinvestitionsplanung gemacht. Und zwar haben wir die Würsteswort im heutigen Tag auf russische Jahr gemacht. Wir haben das gerade auf 12 Jahre herausgerechnet. Und dort haben wir eigentlich alle Projekte, wo wir schon im Voraus wissen, wo kommen, haben wir zusammengefasst und die Kosten zusammengepackt. Und auf der Gegenseite haben wir gerechnet, was werden die zukünftigen Einnahmen sein, wenn sie gleich bleiben sind. Mehr können wir ja nicht machen. Aber wir haben eigentlich gesehen, aus der Finanz- und Investitionsplanung heraus, dass wir diese Sachen arbeiten können. Es kann aber auch sein, dass wir gewisse Projekte aus finanziellen Gründen strecken müssen, weil wir sind ja jetzt eigentlich nur so Planwerte, die wir haben. Wir haben noch keinen effektiven Wert. Aber aus Erfahrung kann man auch sagen, wenn man Projekte, einen Haufen Projekte schätzen tut, dass man nicht daneben ist, bei meinem Projekt ist man vielleicht 30% daneben und dem anderen passt oder so, es gibt einen gewissen Ausgleich von den Werten. Und ich denke, dass das sicher verhebt in dem Sinne. Vielleicht komme ich jetzt noch schnell zurück, wegen wie das sieht ausschauen organisatorisch. Der Kanton hat schon bemängelt, eigentlich ursprünglich mal in Oberschan, dass man muss verschiedene Eigenkapitalkonti führen. Das heisst, ein neuer Betrieb wird ein Eigenkapitalkonto bekommen für das Wasser, wo der Gewinn auch dort ins Wasser reingeht. Es gibt keine Vermischung mehr von Eigenkapital mit anderem Kapital. Es ist beim Strom so. Und wenn man so ein System einführen tut, kann man das nur über alles machen. Man kann dann nicht die Hälfte vom Betrieb so führen oder so führen. Das wird auch so sein, dass ein Installationsbetrieb ein eigenes Eigenkapitalkonto hat, wo man natürlich von Jahr zu Jahr direkt anschauen kann, nimmt es ab oder nimmt es nicht ab. Und ich denke, das ist die einfachste Aussage für einen Bürger, zum Schauen, schnell nachschauen, ist man über Jahre hinweg erfolgreich oder nicht erfolgreich. Danke, Röbi. Das haben wir jetzt nicht im Detail präsentiert, sonst hätten wir, glaube ich, zuerst noch eine Einführung machen im Finanz- und Rechnungswesen. Das war eine sehr lange Diskussion, um das anzuschauen. Langwierige Geschichte. Und wir haben die nicht gemacht, um einen Plan vorzulegen, sondern um selber Gewissheit zu haben, da können wir dahinter stehen. Und diese Gewissheit haben wir bekommen. Dürfen wir weiter gehen, das Mikrofon? Ja, Michael. Ich möchte noch schnell etwas sagen zu den grössten Knacken, auf wo hocken die. Also das sind nicht Finanzen, das sind nicht das Know-how. Und das ist alles vorhanden, das ist nicht das Problem. Das Problem im Wartau ist, wir haben, ja, jede Kooperation ist eigenständig. Jeder hat seinen Garten, jeder schaut für seinen Garten. Und das ist genau das, was sie so gebraucht hat in dieser Zeit. Es ist greifend. Am Anfang haben wir sehr viel gehabt, die einfach dagegen waren. Die haben dagegen geredet. Das machen wir nicht. Wir wollen die Kooperationen bestehen. Und ich denke, da drinnen ist, das ist das Wichtigste, dass wir auch das Gefühl für Gemeinsamkeit bekommen und dass jeder dahinter steht und sagt, wohl, das ist eine gute Sache. Wir machen das, wir schliessen zusammen und wenn wir anfangen, ganz schnell, wie der Malanzer mit dem Schulhäuschen, das sind die Dinge. Oder das Oberschrank, das Wohnhaus, das wird wahlentscheidend sein. Das ist genau der Ding. Und wenn wir das mitnehmen und dann haben wir bewusst gemacht, und das heisst nicht, dass es nachher immer so ist, sondern wir nehmen einfach alles mit, dann schauen wir und werden noch Sachen abstoßen und wir meinen, die braucht es nicht. Guten Abend, ich bin der Hasler.
Ich hätte drei Fragen an euch. Herr Zank möchte anschliessen an das, was der Herr vorher gesagt hat. Die Kooperationen sind ja geschichtlich gewachsen. Ja. Und jetzt der Zusammenschluss, muss man das denn schmackhaft machen, der Kooperation, dass die überhaupt das wollen, der Zusammenschluss? Und das mit den Rechten und mit den Pflichten, dass jede Kooperation ja durch Rechte, ob er durch Pflichten noch Recht hat, eigenständige Rechte, sind die bereit dazu, die aufzugeben oder müssen die aufgeben? Und wie ist das zu forschen, wie ist das sich vorstellen? Der Zusammenschluss, wird das Direktorium oder haben die einzelnen Gemeinden dann noch ein Mitspracherecht? Die Pläne sind ja, können die einzelnen Gemeinden ja besser oder als das gesamte Direktorium vom Ganzen. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist ARA. Gibt es da bezüglich ARA Resonanz mit der neuen Kooperation? Und könnte man sich den Zusammenschluss noch mit Resonanz vorstellen? Also, die Zusammenschlüsse von den 5 Dorfkooperationen, ich könnte mich als Weg auch sehen für einen späteren Zusammenschluss mit der Tanz. Und die letzte Frage ist wegen dem Strom selber. Das wissen die meisten wahrscheinlich, aber ich weiss es jetzt nicht. Strom, wo kommt jetzt eigentlich her? Kommt der von der Quelle, Wasser? Oder was ist der Anteil von Fremdstrom zum Beispiel? Ja, das sind die drei Fragen. Danke. Die erste Frage kann ich selber beantworten, weil das habe ich ganz einleitend gesagt. Die Dorfkooperationen selber aus eigenem Antrieb heraus haben gemerkt, wir wollen etwas verändern. Dort raus war der Kern, und das ist jetzt doch schon 4 Jahre her, wo man ernsthaft hat angefangen zu diskutieren. Ich glaube, wir merken, wir müssen etwas machen. Wir werden das anschauen. Das war tatsächlich der Startpunkt von den Kooperationen selber. Der Andi hat das auch gesagt, die politische Gemeinde hat keinen Anstoß dazu. Es war nicht ein Anstoß von außen. Es ist aus innerer Erkenntnis herausgewachsen, mit dem Ziel, das genau anzuschauen. Und heute stehen wir tatsächlich da und sagen, wir haben es genau angeschaut, wir haben alle Aspekte angeschaut und wir sind zur Überzeugung gekommen, das wäre richtig. Die zweite Frage mit der ARA muss ich der Gemeinde weitergeben. Und die dritte Frage, woher kommt der Strom? Die gebe ich dem Harry weiter. Ja, ich gebe es dem Harry weiter. Gut, dann zuerst Frage 3. Strom, ja, 10% können wir selber im Wartau herstellen mit Wasser und PV. Den Rest kaufen wir zu. Wo, ja, im Moment vom LKW, aber den kann man kaufen, wo man will. Und dort sind wir am freien Markt dann unterstellt, was der Preis ist. Ist Frage 3 so wie gut? Dann wäre Frage 2 von der ARA. Also ich könnte sie sonst auch beantworten. Aber du bist ja auch denkt, könntest du doch gut beantworten. Nein, die neue Kooperation hat keinen Zusammenhang mit ARA Sargans oder eben mit dem Zusammenschluss, oder, wo wir jetzt dort machen. Dort sind wir ja ein Zweckverband, wo wir beitreten sind und jetzt der Anschluss stattfindet. Ob dann die neue Kooperation plötzlich mit der Gas fusioniert, ist bei dir jetzt nicht beantworten, Harry, das würde ich dir gerne zurückgeben. Aber ich kann sie anschliessen, weil ich habe früher in meiner früheren Tätigkeit dürfen sie ganz betreuen. Die haben keine eigene Seewe, sondern es wird von St. Gallen aus gemacht. Und das ist vielleicht eine Antwort. Also ich habe noch ein bisschen überlegt, wie das ist, oder wenn jetzt, sagen wir, das nicht zustande kommt, oder? Dann hat es ja noch sind die einzelnen Kooperationen, dann kann es natürlich sein, dass jetzt, wenn wir jetzt auch die kleinsten Manns, oder, die bringen natürlich keinen Verwaltungsrat mehr zusammen, oder? Und das ist ja auch das Problem, warum dass man, ein Problem, warum dass man zusammenschließt. Dann bleibt denen nur der Zusammenschluss vielleicht mit Oberschanz. Also von Nasgritschins haben wir ja das schon gemacht mit der Wasserkooperation, oder, dass man dann noch mit der Witte zusammengeschlossen hat. Bleibt eigentlich nur das, oder ist das richtig? Es ist tatsächlich so, wenn es ein Nein gibt, dann bleibt alles genauso, wie es heute ist. Mit dem Problem und mit dem, was positiv ist, klar. Aber ein Problem bringt man natürlich nicht weg, indem man einfach lässt, wie es ist, sondern man muss die angehen. Und wenn das so ist, dass man das Personal nicht mehr findet, dann ist das eine Problematik, wo man entsprechend Lösungen suchen muss. Ob das dann der Zusammenschluss ist, mit wem und wie und wo, das sei dahingestellt.
Aber es wäre tatsächlich so, dass einfach alles genau gleich bleibt und dann andere Lösungen müssten gesucht werden. Also bitte fangen nicht einfach. Ich habe noch eine kurze Frage. Jetzt sind ja 5 Kooperationen, die sollten zusammengeschlossen werden. Und diese 5 Kooperationen haben Finanzen im Rücken an zu Reserven. Wie gross sind die, die in die neue Regierung kommen? Da haben wir sicher schon zusammengezählt. Es wird schon so sein, dass wir irgendwann einen Kreditbedarf brauchen. Ob es 5 oder 6 Millionen ist, auf jeden Fall auf die ganze Grösse dieser neuen Kooperation ist das nicht viel. Also man kann auch bei anderen Rechnungen nachschauen. Es ist nicht so, dass es ohne Schulden geht, aber wir machen Investitionen wieder für die nächsten 40 oder 50 Jahre. Und es ist auch irgendwo etwas angestaut, wo wir sagen, jetzt machen wir wieder einen rechten Schritt. Das Wasser ist genau auch so ein Thema, wo irgendwo dann, wenn wir die Verbünde machen zwischen den Dörfern, auch einfach zusätzlich muss etwas investiert werden. Das Ganze ist aber tragbar und ich sage, das, was wir an Kapital holen müssen, das kommen wir sicher von den Banken über, das ist nicht das Thema. Ist die Frage soweit beantwortet? Eben 5 Millionen habe ich gesagt, es können auch 5 bis 10 sein, oder? Nein, von allen zusammen dann. Nein, was jetzt? Bilanz gesagt. Die Frage ist nicht nach dem Projekt GAW, sondern die Frage ist nach der Bilanz von der neuen Kooperation. Wie Bilanzsumme, wie hoch das ist, oder? Ja. Gut, also die Bilanzsumme von dieser neuen Kooperation wäre irgendwo um die 40 Millionen um und davon wäre 89% Eigenkapital, der überwiegende Teil. Investitionen, um vielleicht die restlichen Kennzahlen auch noch zu bringen, da ist übrigens im Gutachten, steht das drin, wo er nächste Woche, spätestens übernächste Woche überkommen. Die Investitionen schätzen wir irgendwo zwischen 2 und 3 Millionen jährlich und der erwartete Umsatz zwischen 14 und 15 Millionen. Arbeitsplätze zwischen 20 und 25. Und davon etwa 4 bis 5 Ausbildungsplätze. Ich habe mir gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, für die mehr transparent in Bezug auf den Projektstand von der GAW, dass wer sich für das Glaswasserausbauprojekt interessiert oder dann in Bezug auf das Projekt EW Wachtau allgemein den Netzausbau jetzt nicht nur auf Internet bezogen, sondern auf Energieversorgung und Wasserversorgung bezogen, wo man sich informieren kann, was ist der Stand, wenn wir mein Haus erschlossen, was wir wo. Weil, wenn ich das jetzt wissen mag, kann ich auf die Webseite von der Gemeinschaftsantenne Wachtau und ich finde relativ wenig raus. Dann lüge ich bei TV weiter an. Dort kann man mir ein bisschen weiterhelfen, aber einerseits nerve ich das ab und andererseits die Informationen, die ich habe, kann ich am Schluss auch nicht. Dann gehe ich als nächstes auf die Gemeinde, aufs Bauamt, wo man mir immer noch nicht alle die Informationen, die ich gerne möchte, haben kann liefern, aber mir ein bisschen weiterhelfen kann. Oder ich habe das auch einfach auf einer Webseite für alle interessierten Leute konsolidiert bereitstellen. Was allerdings aus dem Vorteil aktualisiert. Das ist super. Die Werbeveranstaltung geht weiter. Schöner kann man es gar nicht beschreiben, was es bringt, wenn man einen Ansprechpartner hat. Aber ich gebe selbstverständlich das Mikrofon weiter, um eine Fachantwort zu geben. Danke. Also wir sind an der Ausschreibung dran. Es ist wesentlich komplizierter, wie wir das uns vorgestellt haben, für so eine saubere Ausschreibung machen, damit man sich da nicht drin verheddert und nach dem Schluss Geld drauf legt. Und darum können wir es jetzt noch nicht sagen und können es auch nicht aufschalten, wenn was dran kommt. Dort sind wir an der Ausarbeitung dran. Das dauert noch ein paar Monate, weil wir sind da auf eine externe Firma darauf angewiesen, wo jetzt den Auftrag bekommen hat von uns, damit man das ausarbeiten kann. Wir planen schon, dass wir dann das auf die Webseite tun können und jemand könnte sagen, plus minus in welchem Quartal, dass man dann jemand drankommt, zu welchem Jahr. Soweit. Gut. Ja, dann habe ich eine Anschlussfrage. Und zwar die geplante Netztopologie. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber es ist im Moment ja ein grosses Thema von der WECO, der Streit zwischen dem Internet Provider Initiative und Swisscom. Die Swisscom ist ja der Schweiz der grösste Infrastrukturbetrieb im Bereich von Internet. Und dort ist der Stichpunkt, ob man das Peer-to-Peer oder das Peer-to-Multiple-Peer-Netz betreibt und ausbaut. Und Swisscom argumentiert im ländlichen Raum, sich das Peer-to-Peer-Netzwerk nicht finanzierbar. Initiative argumentiert dagegen,
Es haben auch viele andere Dorfkooperationen verteilt in der Schweiz, haben das Gegenteil gewusst von dem, was Swisscom behauptet. Was ist der Anstieg von der GAG Wachtung? Point to point. Also jedes Haus kommt mit einer eigenen Glasfaser, wie sie es hat. Das ist wunderbar. Und für die, die das jetzt nicht verstanden haben, was die zwei Herren geredet haben, genau das ist Spezialistenwissen. Gut, ich glaube, wir schliessen die Diskussion so im grossen Kreis. Schliessen. Und ich freue mich drauf. Bitte bleiben noch ein bisschen, diskutieren noch ein bisschen. Ich freue mich auf die Abstimmung, auf das Abstimmungsresultat und bin sehr, sehr gespannt, ob die Kooperation, so wie sie jetzt angedacht ist, darf standen oder nicht. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Und wünsche allen einen guten Abend.